Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich drehe in den Ferien mal ein bisschen andere Videos. Und zwar kommt heute ein Video zu meiner Ernährung und zu Fitness. Also ich nehme euch einfach jetzt die nächsten Tage mit und zeige euch, was ich so esse, wie oft ich Sport mache und so weiter. Ich möchte aber vorab vielleicht soll ich Triggerwarnung sagen? I don't know, aber ich möchte einfach nur klar sagen, dass sich niemand bitte an meinem Essverhalten irgendwie orientieren soll oder sich schlecht fühlen soll oder keine Ahnung, ich möchte mit dem Video nur eine Inspiration sein oder ich bekomme immer so viele Fragen dazu, dass ich das mal drehen wollte, aber es soll sich bitte niemand irgendwie, keine Ahnung, schlecht fühlen, weil ich kann genauso mal richtig ungesund essen. Ich weiß nicht, was ich die nächsten Tage esse oder wie ich mich ernähre, aber ich kann euch mal so sagen, dass ich esse schon größtenteils gesund. Ich liebe gesundes Essen, ich liebe frisches Gemüse, Obst und so weiter. Ich liebe aber genauso ungesunde Sachen und wenn ich mich jetzt in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen gesünder ernähre, das mache ich einfach, wie ich Lust habe, dann soll niemand denken, ich esse keine Süßigkeiten oder ich esse nur gesund oder keine Ahnung und dann fühlt ihr euch schlecht oder so. Das möchte ich nur vorab sagen, weil ich ernähre mich eigentlich so, wie ich möchte. Also ich esse das, worauf ich Lust habe und das war mir auch schon immer sehr wichtig, dass ich mir da nichts verbiete. Und weil ich finde, ungesundes Essen ist irgendwie genauso wichtig für die Psyche, dass es, manchmal braucht man das einfach, damit es einen, keine Ahnung, das ist halt auch so ein bisschen Lebensfreude mit dabei. Aber das wollte ich jetzt im Vorhinein sagen. Ich werde auch vielleicht so ein bisschen über Fitness sprechen, weil ich da auch immer viele Fragen dazu bekomme. Im Moment, muss ich sagen, mache ich so ein bisschen, also jetzt habe ich gerade Ferien. Die Woche habe ich jetzt nicht allzu viel Sport gemacht wie sonst, wenn ich in meiner Routine drinnen bin. Und vor allem ist mein Fitnessverhalten jetzt auch ein bisschen anders, als wenn es Fitness offen hat, weil dann gehe ich wirklich regelmäßig ins Fitness. Und ja, aber ich nehme euch einfach jetzt die nächsten Tage ein bisschen mit und zeige euch, ich habe nichts geplant, also ich habe jetzt nicht geplant, jeden Tag Sport zu machen. Ich habe jetzt aber auch nicht geplant, keinen Sport zu machen. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Wenn ich mich nach Sport fühle die nächsten Tage, dann mache ich ihn und wenn nicht, dann nicht. Ich bin aber jetzt gerade in meinen Sportklamotten und ich mache jetzt zusammen mit dem Jakob draußen im Garten Sport, weil das Wetter ist im Moment mega schön und wir dachten uns, wir könnten ein bisschen in den Garten gehen und genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hoffe, ich kann vielleicht den einen oder anderen motivieren. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch ernährt oder wie viel Sport ihr macht. Also wir können uns das ja gerne ein bisschen austauschen. So, ich habe mich jetzt in meine Sportklamotten geschmissen. Wie ihr seht, ich verstelle den Spiegel gefühlt jeden Tag, aber ich nehme jetzt die Sportmatte und dann gehen wir raus und dann machen wir Außensport das erste Mal. Ich habe mein Wasser, Sportmatte und so ein Elastikband. Das kann ich euch sehr gerne in der Infobox verlinken, weil die sind mega. Und ich habe noch meinen Fitnesspartner, den Jakob. Wir gehen schon seit, ich glaube, 4, 5 Jahren zusammen ins Fitnessstudio und machen sehr gerne zusammen Sport. Das ist auch ein Tipp von mir. Falls ihr alleine nicht so gut euch motivieren könnt, holt euch irgendeinen Fitnesspartner und dann zwingt euch einfach gegenseitig. So, wir sind jetzt hier, haben unsere Matten ausgebreitet. Und jetzt machen wir meistens, wenn wir nicht ins Fitness gehen, einfach ein paar Workout-Videos, aber da habe ich jetzt auch keinen wirklichen Plan. Ich mache einfach immer das, worauf ich Lust habe. Und heute machen wir Bauch, oder? Mhm. Die Beine sind in der Luft. Okay, einfach in der Luft. Ja.
Und du richtest die immer so auf. So? Ja. So, jetzt mache ich noch ein paar Übungen selber mit dem Fitnessband. Jakob und ich gehen jetzt noch eine ganz kleine Runde laufen, weil wir irgendwie gerade voll die Motivation hatten und es mega warm draußen ist. Deswegen gehen wir jetzt noch eine kleine Runde. So, wir sind jetzt wieder zurück. Wir waren jetzt eine gute halbe Stunde. Es hat echt mega gut getan, auch wenn ich nicht so die Läuferin bin. Also ich hasse es eigentlich zu laufen draußen, aber ich brauche einfach die Bewegung. Ich merke das so sehr und man kann einfach in seinem eigenen Tempo laufen und dann geht das auch mit Pausen. Da habe ich ein paar coole Aufnahmen gemacht. Jakob hat die GoPro mitgenommen. Bin mal gespannt, wie die Aufnahmen so werden. Und ich schreibe jetzt dann eine Einkaufsliste, weil wir gehen heute einkaufen. Ein Wocheneinkauf, also es ist Freitag. Und es ist ja das Osterwochenende jetzt, das heißt, Montag ist Feiertag und da müssen wir ein bisschen vorausdenken. Es ist jetzt 20 nach 12. Ich habe schon ein bisschen Hunger, auch nicht so viel, weil wir haben gerade Ferien und wir sind jetzt nicht mega früh aufgestanden und dann habe ich irgendwie nicht so viel Hunger, aber ich werde mir jetzt was Kleines zum Essen machen, vielleicht ein Brot. Wenn ich Ferien habe, dann snacke ich mehr so unterm Tag verteilt, dann habe ich nicht so fixe Zeiten oder halt hin und wieder schon. Es ist irgendwie komplett unterschiedlich bei mir. Ich dachte mir, aber ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen fragt und die beantworte ich jetzt ein bisschen. Und zwar möchte ich auf das Thema Kalorien eingehen und Kalorien zählen und so weiter. Ich habe noch nie Kalorien gezählt, weil mir war das immer schon super wichtig, dass ich ein gesundes Essverhalten habe. Und es kann natürlich sein, wenn man Kalorien zählt, dass man das vielleicht machen muss, weil man irgendwie eine bestimmte Kalorienanzahl erreichen muss. Oder vielleicht gibt es vielleicht ein paar Krankheiten oder so, wo man da drauf achten muss. Aber ich für mich finde, also für mich selbst würde das ungesund finden, wenn ich irgendwie Kalorien zählen würde. Ich möchte einfach mich ausgewogen ernähren. Ich möchte aber nicht drauf schauen, so, wenn ich mal Lust auf einen Schokoriegel habe, dann esse ich den auch, egal wie viele Kalorien der hat. Also da bin ich so, man lebt nur einmal, wieso sollte ich mein Leben damit verbringen, Kalorien zu zählen? Wir haben Essen bekommen, um es zu essen und nicht um darauf zu achten, dass man immer die passende Kalorienanzahl hat. Und deswegen, nein, ich zähle keine Kalorien, ich weiß auch nicht, wie viele Kalorien ich am Tag zu mir nehme, weil auch ein paar Fragen kamen. Es kam auch eine Frage, ob ich immer ein gesundes Essverhalten hatte. Nein, hatte ich nicht, weil als ich so 12, 13, 14 war, habe ich mega darauf geachtet oder da war das irgendwie so, dass da so Tight Gap und solche Sachen in waren und das finde ich irgendwie jetzt im Nachhinein so, wie kann eine Körperstruktur oder wie kann das in sein? Aber ja, damals war es eben so, damals war es auch nicht so, dass ich da ultra viel darüber nachgedacht habe. Und da war es so, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Schokoriegel oder so gegessen habe, dass ich dann mega ein schlechtes Gewissen hatte und dann irgendwie gleich Sport machen musste. Das, finde ich, ist einfach auch gar kein gesundes Essverhalten, wenn man immer darauf achtet, was man isst. Und bei mir hat das aber dann so angefangen, als ich dann wirklich ins Fitness gegangen bin und mir mal so Gedanken gemacht habe, wieso ich überhaupt Sport mache. Und wieso ich Sport mache, ist, dass ich lange leben möchte, ich möchte meinem Körper was Gutes tun, ich möchte alle Organe mit Blut versorgen die ganze Zeit, ich möchte Ausdauer haben, ich möchte fit sein, ich möchte mich gut fühlen, das mache ich nach dem Sport. Ich mache das aber nicht, um ein ideales Gewicht zu erreichen. Klar ist es dann auch cool, wenn man Erfolge sieht, indem man irgendwie Muskeln bekommt oder so, aber das war nie so mein großes Ziel oder das ist nicht das Ziel, wieso ich Fitness gehe, sondern einfach wirklich, weil ich mich fit fühlen möchte. Genau, ich beantworte alle Fragen im Laufe dieses Videos, aber ich möchte jetzt nicht zu viel quatschen. Ich mache mir jetzt was zum Essen
Und zwar, wir haben nicht viel da, weil wir müssen ja heute einkaufen gehen. Das heißt, wir haben so ein Schwarzproteinbrot da. Das hat der Jakob gekauft. Das mag er ziemlich gerne. Und das werde ich mir jetzt einfach machen mit einem Aufstrich oder so. Also so Snacks. Ich werde vielleicht auch so ein bisschen Rohkost, also Karotten und so aufschneiden. Mein sehr, sehr schön angerichteter Snack. Das ist einfach ein Brot, das ist ein Proteinbrot, das wir haben jetzt gerade eben nichts anderes hier. Dann so ein veganer Streichkäse und Balsamico und ein bisschen Gemüse aufgeschnitten, Radieschen und Paprika, und ich habe mir so ein Zitronenwasser gemacht. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das hält nicht so lang satt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann später noch irgendwas machen. Ich wusste, dass das passiert. Das war nicht wirklich genug. Ich mache mir, glaube ich, jetzt noch einfach das Gleiche. So, jetzt geht's weiter mit den Fragen. Ich trinke hier fleißig. Ich habe schon ganz viel getrunken von meinem Zitronenwasser, ich muss mich echt zwingen, mehr zu trinken, deswegen fülle ich mir immer eine ganze Flasche ein und versuche das dann so schnell wie möglich auszutrinken, weil ich unterschätze das immer mega, die Literanzahl am Tag zu bekommen. Jetzt geht es um das Thema ungesundes Essen oder ob ich viel Süßigkeiten esse, ob ich mal einen Keks nehme und ob ich das kann. Also quasi generell so mein Verhalten zu, glaube ich, Süßigkeiten und so weiter. Ich liebe Süßigkeiten. Ich mag alles. Also ich mag Eis, ich mag Gummibärchen, ich mag Schokolade. Es gibt ja Leute, die mögen keine Gummibärchen oder so. Ich mag alles. Und ich bin jemand, ich kann das auch nicht, dass ich einen Keks rausnehme und dann gar nichts mehr, sondern ich bin dann schon jemand, der schnell mal eine ganze Packung leer isst, was jetzt auch nicht vielleicht das Gesündeste ist. Aber ich versuche das natürlich auch zu unterbinden. Also ich versuche, es ist ja jetzt auch nicht gesund, dass man so eine ganze Gummibärpackung oder so, das kann ich jetzt auch nicht, da wird mir dann auch schlecht. Aber wenn ich jetzt einen Abend mit Freunden verbringe und wir Schokolade essen oder so, dann bin ich jetzt nicht so jemand, der sich denkt, oh nein, ich darf jetzt nur ein Stück essen, sondern ich esse dann einfach so viel ich will. Und ich muss sagen, mein Verhältnis zu ungesunden Essen ist auch, I don't know, also ich finde es eigentlich, ich kann mich das sehr, sehr gut einschätzen. Wenn ich merke, dass ich vielleicht ein bisschen übertreibe und ich wieder so ein bisschen in die gesunde Schiene möchte, dann mache ich einfach zuckerfrei und esse dann gar nichts mehr, so für eine Woche, zwei Wochen, oder auch im Januar mache ich immer ein ganzes Monat. Das mache ich aber nur, damit ich nicht irgendwie es übertreibe und damit ich wieder so in das Game reinkomme. Und das kann ich wirklich von heute auf morgen, wenn ich heute entscheide, okay, ich esse jetzt mal ein oder zwei Wochen gar keinen Zucker mehr, dann mache ich das auch, dann ziehe ich das auch durch. Da weiß ich, dass ich mir da vertrauen kann, aber sonst gönne ich mir ganz normal, also ich zähle weder Kalorien noch sonst irgendwie was. Dann kann ich euch aber sagen, dass ich genauso Momente habe, wo ich mir denke, oh Mann, also ich habe genauso Momente, da ist mein Bauch aufgebläht oder da wo ich mich einfach auch nicht wohlfühle. Ich glaube, dass es auch ganz normal ist, dass man da solche Momente hat, und ich möchte jetzt in dem Video auch nochmal sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos auf Instagram poste oder so, ist es immer ein Winkel, der mir schmeichelt, wo ich meine Beine so hin platziere, dass sie vielleicht ein bisschen länger aussehen und so. Das mache ich, weil ich einfach, Instagram ist für mich so, also ich liebe es, Fotos zu machen, ich liebe das einfach. Und das ist für mich einfach so eine Plattform, wo ich diese Leidenschaft von mir teile, das Fotos machen, ein bisschen kreativ zu sein. Aber ich möchte euch sagen, dass ich auch so unvorteilhafte Winkel habe, oder ich kann auch mich so hinplatzieren, dass ich absolut nicht so ausschaue wie auf meinen Bildern. Und das kann auch jeder Mensch, der so Bilder macht, der weiß genau, wie er sich hinstellen muss und dass er vorteilhaft aussieht. Deswegen bitte, bitte, bitte vergleicht euch nie
mit solchen Bildern oder denkt immer, oh Mann, die hat so eine gute Figur oder so, weil man kann so viel tricksen. Ich zum Beispiel, ich bearbeite nie die Bilder, also ich mache mich nie schmaler auf Bilder oder so, das würde ich nie machen, weil ich trotzdem realistisch bleiben möchte, aber ich stelle mich natürlich auch so hin, dass es vorteilhaft aussieht. Aber ich möchte das einfach sagen, dass ich genauso Zeiten habe, da ist mein Bauch aufgebläht, da fühle ich mich absolut nicht, da fühle ich mich mal vielleicht ein bisschen unwohler in meinem Körper. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich zeige euch mal ein kurzes Beispiel. Also auf Bildern stehe ich meistens so da, dass ich ein Bein hinten habe und das andere Bein vorne. Dann mache ich irgendwie noch so eine Kurve rein oder keine Ahnung und ich stehe so nach hinten gebeugt. Aber so stehe ich ja im normalen Leben nicht da. Wenn ich mich nochmal hinstelle, wird das so aussehen. Ganz ein normaler Körper, aber eben auf Instagram sehen alle immer so crazy in shape aus. Und da kann man sich einfach noch so hinstellen, Bauch einziehen. Genau. Seht ihr den Unterschied? Raus in den Garten, trinke meinen Kaffee, den ich mir gerade gemacht habe, und schreibe jetzt meine Einkaufsliste und danach fahre ich einkaufen. Sind jetzt wieder zurück und ich zeige euch mal ganz schnell. Also wir haben ganz, ganz viel Obst und Gemüse gekauft. Also wirklich, da ist alles voll mit Obst und Gemüse. Wir haben auch so vegane Sachen, wie zum Beispiel veganes Faschiertes oder Vollkornnudeln. Hat zwar nichts mit vegan zu tun. Jakob hat eine Milch gekauft, Karotten. Hier haben wir eine Süßkartoffel. Wir haben auch Twinnies gekauft. Und Trauben, Gurken, ja. Aber nicht allzu viel kaufen müssen, weil wir das letzte Mal sehr viel auf Vorrat gekauft haben. Das heißt, wir mussten jetzt nicht einen riesigen Einkauf machen. Und wir haben 37 Euro gezahlt. Und ich werde jetzt alles wieder einräumen. Wir essen jetzt ein Twinnie und setzen uns in den Garten raus. Carrot Time. Kleiner Snack für zwischendurch. Weiter geht's mit den nächsten Fragen. Mein Essverhalten ist heute wirklich drunter und drüber. Aber wie gesagt, ich habe nichts geplant. Ich mache das wirklich so real wie möglich. Heute am Abend kommt nämlich auch eine Freundin zu mir. Und wir kochen zusammen. Das heißt, ich möchte mir so ein bisschen den Hunger aufsparen. Deswegen snacke ich jetzt nur. Aber ich habe echt schon mega Hunger jetzt eigentlich. Es ist jetzt 16.47 Uhr und ich beantworte ein paar Fragen. Jetzt geht gerade der Akku leer. So, jetzt bin ich wieder back. Ist Sport jeden Tag ein Must-Do für dich, auch wenn du mal erschöpft bist? Also, für mich ist Sport kein Must-Do. Also ich mache auch nicht 7-mal die Woche Sport. Wenn ich jetzt Uni habe und so einen geregelten Alltag habe, dann plane ich mir eigentlich schon Sport ein, dass ich so 5-mal die Woche Sport mache. Es muss jetzt aber auch nicht jeden Tag ein Mega-Hit-Workout sein. Es kann auch mal einen Tag nur Dehnen sein oder an einem Tag nur so ein 10-minütiges Bauch-Workout. Und dann gibt es wieder Tage, da bin ich mega motiviert und dann gehe ich laufen, mache danach noch ein Workout. Und das ist bei mir richtig, es kommt drauf an, weil es ist kein Must-Do. Also ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn ich jetzt heute mal keinen Sport mache oder so, sondern ich höre da eigentlich immer auf mich. Aber es gibt auch Tage, da bin ich nicht motiviert und dann denke ich mir, danach fühlst du dich besser und dann mache ich Sport. Aber ich, das ist quasi manchmal so, manchmal ist man schlapp und manchmal möchte man keinen Sport machen, aber hin und wieder bin ich dann so, komm, du schaffst das, steh auf. Danach fühlst du dich gut und danach geht es einem auch gut, finde ich. Deswegen, ja, ich melde mich beim Abendessen wieder, weil sonst dauert das Video ewig, wenn ich jetzt hier alle Fragen beantworte. So, ich bin jetzt wieder daheim. Ich habe Besuch hier, die Antonia. Und wir machen jetzt eine Gemüse-Salat-Kartoffel-Bowl. Die Zutaten sind, also wir haben jetzt mal das ganze Gemüse rausgetan, eine Süßkartoffel, Kartoffeln. Antonia macht dann Tzatziki mit veganem Joghurt und einer Gurke,
Tomaten, Salat und Zucchini. Und vielleicht improvisieren wir noch ein bisschen was rein. Es ist jetzt 18.50 Uhr, also 10 vor 7. Und wir starten jetzt. Das ist unser Essen. Die Bowl ist jetzt fertig. Sieht mega, mega gut aus. Ich habe mir den Finger verbrannt, aber ist alles okay. Und wir hocken uns jetzt zum Tisch und schauen Trash-TV und essen das. Ich habe jetzt gerade die Antonia nach Hause gefahren und ich wollte euch jetzt mal kurz sagen, heute Abend war zum Beispiel der perfekte Abend. Ich habe mich echt ein bisschen so... Wundert euch, by the way, nicht, wieso ich ein Bikini-Oberteil anhabe, aber wir haben Fotos gemacht und werdet ihr auf Instagram sehen. Folgt mir gerne auf Instagram, aber heute ist der perfekte Abend, wo ich euch, also heute zum Beispiel fühle ich mich mega überessen. Ich habe sehr viel gegessen, das mache ich aber meistens, also ich finde, das gehört halt meistens zu so Filmeabende dazu, aber ja. Ich bin jetzt echt mega voll gegessen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Ich finde, es war ein mega guter Tag. Ich habe mich sehr ausgepowert und habe sehr gute Sachen gegessen. Aber ja, ich freue mich. Morgen nehme ich euch wieder mit und gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Wie motivierst du dich zum Sport? Oh mein Gott. Das Hit-Workout hat mich gekillt. Nee, ist immer besser. Und zwar fragen ganz viele, wie oft, wie lang und welche Art von Sport ich mache.